Servus, Leute. Der Herbst hat Einzug, auch hier auf meinen Hometrails. Und da dachte ich mir, es ist eigentlich mal Zeit, ein Resümee zu ziehen über den Techie Chan, auch bei Nässe. Denn ich bin den ja jetzt eigentlich fast nur trocken gefahren, weil es die ganze Zeit nur trocken war. Und da dachte ich mir, können wir uns mal anschauen, wie das Ding im Nassen funktioniert. Also ich war jetzt am Dünsberg, Video habt ihr vielleicht gesehen. Wenn nicht, verlinke ich es unten in der Videobeschreibung. Und ja, da war es ja schon ein bisschen nass, aber das ist kein Vergleich zu dem Boden hier. Dünsberg ist ja eher so ein bisschen steiniger, daher nicht so rutschig. Und das ist halt wirklich hier sehr viel, ja, so Lehmkram, also super rutschig. Und gibt es ein paar Kurven, die sind echt richtig nass bei dem Wetter. Und da kann man jetzt einfach mal reinknallen und gucken, was der Reifen macht. Und dann könnt ihr auch mal so ein bisschen abschätzen, ob der Reifen vielleicht was für euch ist, fürs Nasse und Co. Und starten wir rein, würde ich sagen, gucken wir mal, was wird. Also gleich der Startanlieger ist direkt einer der rutschigsten hier. Und dann die erste Rechtskurve auch direkt voll rutschig. So lang, so krass durchgeschüttet. Boah. Ja. Aber man sieht auch richtig gut die Strecke. Ja, krass. Also selbst bei dem Wetter hat man doch echt viel Grip mit dem Reifen. Bremsen. Ja. Also wenn man bedenkt, dass da gerade übel viel Lauf lag und ich fast voll durchgezogen habe, habt ihr gesehen, vorne hat es blockiert, hat er echt gut gebremst. So, fahren wir noch mal einen alten Trail von mir. Bin mir nicht sicher, ob er frei ist. Der Kollege meinte ja. Let's go. Checken wir es aus. Boah, der ist aber. Okay, shit. Habe ich irgendwie nicht mehr in Erinnerung. Was meint er mit frei? Okay, ich muss den abbiegen. Krass. Es läuft schon gut mit dem Techie. Also, ihr habt ja gesehen, man fängt an zu rutschen. Und dann kriegt der Reifen, sobald er auf die Seitenstollen kommt, Instant Grip. Also es ist echt krass. Selbst bei dem Wetter würde ich jetzt nicht sagen, ich muss wieder auf Magic Mary. Vorne oder hinten ist egal. Beides Techie Chan. Für mich persönlich aktuell die beste Idee, die man sich auf Fahrt ziehen kann. Und für den Winter halt auch der beste Tipp, weil der Reifen funktioniert. Ich fahre übrigens nach wie vor vorne Ultrasoft, hinten Soft, beides super Trail und ich bin top zufrieden. Aber man kann halt so Sachen machen. Zack, Grip, Grip. Hat halt einfach Grip mit dem Ding. Und das muss ein Reifen können. Ich meine, klar, bei der Sache ist natürlich auch eine gewisse Art von Confidence dabei.
Weil ich meine, wenn man sich nicht traut, richtig zu drücken im Anlieger bei dem Wetter, dann wird man wegschmieren. Das ist aber auch völlig egal, welchen Reifen man dann fährt. Das Reifen ist ja eigentlich nur die Hilfestellung sozusagen. Das ist ja, der macht ja keinen Grip mit einem Zaubertrick. Der macht ja Grip, indem er ihn Grip generieren lässt. So, jetzt fahren wir einen Trail, der so richtig eklig ist bei dem Wetter. Also muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen geflasht. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Immer noch sehr rutschig. Gerade drüben vorhin die Kurven waren so rutschig, das wäre echt Wahnsinn. Aber der hier müsste eigentlich, der müsste richtig schön scheiße sein. Gucken wir mal. Also hier oben ist meistens ziemlich trocken. Nehmen wir den Anlieger. Ja. Jetzt kommt der Slippery-Kram. Oh, es geht eigentlich. Oh, der ist richtig. Fies rutschig hier. Servus. So. Ja, jetzt fahren wir mal richtig spitzen Kurven rein, würde ich sagen. Gucken, was passiert. Boah. Funktioniert prima. Krass. Ja, ist echt krass. Puh, echt richtig krass. Ey, gut, das funktioniert. Wahnsinn. Naja, gut. Ich mache mich jetzt wieder heim, wird auch langsam dunkel. Ich habe Uhr und weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Auf jeden Fall, ja, es wird ja wieder um 5 Uhr dunkel. Und zwar 14:45 Uhr, als ich los bin. Also schnurstracks nach Hause und dann hoffentlich konnte ich euch einen guten Einblick über die Reifen geben. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch nichts ausmacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.